vor der WM im Herbst gegen Freiburg zu Hause gespielt. War ein sattes Ergebnis. Ich sage euch, das kann heute, Pokal hat seine eigenen Gesetze, es kann heute in die komplett andere Richtung gehen als wie in der Liga. Falls ich vorher gesagt haben sollte, es wird kein eindeutiges 5-0 hier, dann wird es halt 4-0. Freunde, ich bin ja immer hier gerne in München, ja. Gerne auch den ganzen Tag, aber unter der Woche vom Arbeiten kommen, ist es ein bisschen schwierig. Ich glaube, heute ist ehrlich gesagt die kürzeste Zeit, wo ich hier bin. Ja? Sonst bin ich jetzt hier gewesen, 17:30. Ja, wann nehme ich zurück, 0 Uhr. Wir sind circa plus minus 7 Stunden. Ne? Ich glaube, so kurz war ich noch nie hier. Aber egal, es lohnt sich jedes Mal, für dieses geile, tolle Stadion auch dahin zu gehen. Und für diesen Verein natürlich, um den zu supporten. Jetzt gehen wir erstmal rein und gucken uns die Plätze an. Ja, ich würde mal sagen, keine schlechten Plätze hier in dem Block. Sind irgendwo hier. Reihe 1, glaube ich, irgendwo. Ja, aber wirklich, überall optimal. Reihe 1 über der Süd. Also, eine geilere Sicht für den Block gibt es nicht. Der Tuchel hat gleich mal nur Englisch offen, Freunde. Heute DFB-Pokal, dann kommt zweimal Champions League. Da kann nicht wirklich was richtig einstudieren, weil sie nur auf Reisen sind. Also, dann gehen sie da zum Auswärtsspiel, dann Liga wieder Auswärtsspiel, zu deinem Hotel, dann kannst du nicht richtig was einstudieren oder irgendwas machen. Ja, müssen wir mal gucken, sind wir mal gespannt, was er trotzdem hinbekommt. Also, es gibt keine große Veränderung in der Startelf. Cancelo rückt rein, Dave ist der fünfte Bank. Ich glaube, der hat gespielt hier doch. Ansonsten gibt es, glaube ich, was ich jetzt gesehen habe, keine große Veränderung. Ist auch nicht schlecht. Dass wir mal so ein bisschen eine. Ja, das ist ein bisschen einspielen, dieses Team, ne? Diese Formation, diese Leute, wo auf dem Platz stehen. Mal gucken, wer da mal vielleicht reinkommt. Weil Musiala immer noch wegen dieser Gefahr ist, muss man da vielleicht immer noch aufpassen und mal schauen. Ja. So, jetzt noch ein bisschen einschießen. Ja, das funktioniert super. Sogar ein Abwehrspieler kann das besser. Ah, unfassbar. Und jetzt der nächste. Zack, Alter. Das läuft ja richtig. Die Abwehrspieler sollten wir mal in Sturm stellen. Dann klappt das vielleicht auch ein bisschen besser. Nicht wahr? Jetzt Sahne kommt noch. Und. Ah ja, was anderes habe ich ja nicht erwartet. Come on. Ooh!
kommen die Eimer vors Tor, ne? Und dann schießt er auch noch von 100 Metern Entfernung. Videoassistent gibt's. Ja, da können Sie ja mal einschreiten. Nein, das ist so ein zerfahrenes Spiel bisher. So, keiner. Ja, die wollen beide nichts riskieren. Letzte Halbzeit ist der Ausgleich schon verdient, beide schenken sich nichts, es geht so hin und her so ein bisschen, aber kein Spiel, was jetzt krass irgendwie mit den Torchancen, ja, also da hapert es ein bisschen, vielleicht bauen wir da in der zweiten Hälfte ein bisschen drauf auf, am Ende, wo haben sie jetzt nochmal gut Druck gemacht und Chancen erspielt, aber wenn sie weiterkommen wollen, müssen sie nochmal eine Schippe drauflegen und ich hoffe, da fallen jetzt nochmal ein paar Tore, dass wir noch ein bisschen was zu feiern haben. Jetzt hoch. Oh. Oh.
Freiburg steht aber auch gut. Elfmeter, 90 plus 2, plus 3 waren angezeigt. Wir haben noch eine Rettung, das wäre VAR. Den gibt's wirklich. Sommer, unsere einzige Rettung. Hast du Sommer, bitte! Also, wenn du sie vorne nicht machst, Freiburg hat es Nötigste gemacht. Sie haben das Leben einfach gemacht, hinten gut verteidigt, gut gestanden. Und dann nach vorne einfach nur das gemacht, was sie machen mussten. Und das war's. Dann haben sie einen Elfer bekommen. In der letzten Sekunde. Selber schuld. Wir sehen uns hoffentlich am Sonntag. Video ist Montag online. Beim Abstiegskrimi Hoffenheim gegen Schalke. Und dann schaut überall vorbei, TikTok, Insta oder sonst wo. Müssen wir jetzt erstmal sacken lassen. Bis dann. Wonders.